Simon, du hast gerade schon gesagt, bevor die Kamera an war, am Anfang der Etappe hast du dich gefühlt wie bei der Tour de France. Das lag an der Gruppenzusammensetzung. Ja, heute hat man gemerkt, wie gut die Startliste ist eigentlich. Ist dann nach einem ziemlich harten Kampf ein 25 Mann wegfahren, wirklich Weltklasse-Besetzung. Also Leute wie Alaphilippe, Nibali, Buchmann, Geschke. Also war schon eine wirklich gute Gruppe. Und aber es war dann, Ackes verloren haben, war dann so ein bisschen, okay, jetzt wird hinten wieder Bora mehr fahren und dann Buchmann nicht mehr geführt, logischerweise. Und dann war ein bisschen Luft raus. Und dann ging es eigentlich wieder von vorne los. Und dann, dann ist irgendwann Remco alleine losgefahren. Eine sehr gefährliche Situation ist, aber für uns allerdings nicht. Konnten uns da ein bisschen zurücklehnen und gucken, was Bora macht. Und am Ende, dadurch, dass die Runde echt schwer war, waren dann auch bei Remco dann irgendwann die Lichter aus. Und dann kam es zum Sprinter. Die Etappe war halt so hart. Ich dachte eigentlich schon, dass es heute noch was für Ackes sein kann. Also, dass eine größere Gruppe ankommt, als sie jetzt war. Aber ja, je härter, desto besser für mich. Mit dem Auge auf die Gesamtwertung vielleicht in die Top 10 zu kommen, ist, je kleiner die Gruppen sind, desto besser, weil ich nicht wirklich für meinen Sprint bekannt bin. Aber wir haben gesehen, du bist sehr, sehr aufmerksam gefahren, gerade wo es den Anstieg hochging, wo dann auch Hirschi und Luzenko losgefahren sind. Hast du da einen Moment gezögert und überlegt, muss ich da jetzt mitgehen oder nicht? Ich meine, da ging es natürlich auch um die Bonussekunden. Definitiv, ja, aber ich konnte nicht mitgehen. Also ich sind ja zwei sehr starke Fahrer, von daher, ich war direkt am Rad, aber dem Antritt konnte ich nicht folgen. Also ja, da konnte ich nichts dazusetzen. Hab dann aber natürlich auch ein bisschen gepokert. Quickstep hatte noch viele Leute dabei. Dann am Ende war Christoph noch in der Gruppe. Also war die Situation kontrollierbar. Wie gesagt, ich konnte da nichts machen. Es war kein taktischer Fehler. Ich hatte einfach die Beine nicht. Ja. Wenn heute so eine schwere Etappe war, meinst du, das wirkt sich auf morgen aus? Oder ist das bei so kurzen Rundfahrten, dann spielt das eher weniger eine Rolle? Ich glaube, hier muss man wirklich jeden Tag nutzen, wie du sagst, mit... Wenn man nur 4 Tage Zeit hat, irgendwie das Glück auf seine Seite zu bringen, dann kann man sich eigentlich keinen Ruhetag erlauben so richtig. Das ist jetzt bei einer Grand Tour anders, dass man dann vielleicht mal einen Tag rausnehmen kann. Aber ich denke mal, morgen geht es genauso weiter. Ich wollte eher darauf anspielen, dass vielleicht 1-2 Jungs kaputt sind und morgens richtig auseinanderfliegt. wird sich zeigen. Es wird auf jeden Fall viel getan und alle sind hier auch dadurch, dass es kein World Tour Rennen ist, ist es ein bisschen offener. Man fühlt das, also da wird dann auch öfters mal attackiert, wo es vielleicht mit der Mentalität, mal gucken, was passiert, was jetzt bei so einem Rennen wie der Tour de France nicht passiert. Und hier in Deutschland Radrennen fahren, macht dir Spaß? Super, ja. Ist sehr schön, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil es so selten ist. Aber es macht sehr viel Spaß und Zuschauerinteresse ist auch da. Also man sieht es hoffentlich am Fernsehen, dass wirklich... die Ortschaften immer alle die Leute auf die Straße kommen, sich das Rennen angucken. Und ja, es motiviert dann natürlich noch mehr, eine gute Show zu liefern. Danke, jetzt lasse ich die ausrollen.